Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zelda. Ich bin jetzt hier endlich angekommen in den Sümpfen und hatte jetzt die letzte Folge aufgehört. Ich muss mal kurz schnell noch die Eule hier ansprechen, damit ich nachher auch schnell hinfliegen kann, wenn ich speichern will. Ich speichere jetzt nochmal kurz und dann geht's ja schon weiter. Ich habe jetzt halt an der Stelle weitergemacht, wo ich aufgehört habe. Dachte mir, gut, ne, ein bisschen kann ich ja noch aufnehmen. Und dann mache ich den Eulen. Und jetzt gehen wir mal schnell hier bei der alten Schachtel, ist es ja nicht, wie hieß sie, also ja, hier Bootsfahrt halt, ne? Wir gehen da jetzt rein und haben halt eine Bootsfahrt frei und diese Bootsfahrt werden wir natürlich jetzt auch mal in Anspruch nehmen. Oh, nochmal herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung darfst du umsonst in meinem Boot mitfahren. Wir haben gerade eine Aktion laufen, daher bekommst du das hier gratis. Yeah, du hast die Fotobox erhalten. Berühre Fotobox, um durch den Sucher zu blicken. Drücke anschließend A, um den Auslöser zu betätigen. Der Film in der Fotobox reicht zwar nur für einen Schnappschuss, dieser kann aber jederzeit wieder ausgetauscht werden. Gelingt dir ein hübscher Schnappschuss, bring ihn zu dem Kerl da drüben. Also gut, die Fahrt geht los. Willkommen zur Bootstour. Berühre Fotobox, bla bla. Genieße die malerische Soflasche. Yeah, ich konnte noch gar nicht so schnell lesen. Ja. Kann ja mal da direkt gucken. Also geht's auch, aber ich will lieber so mit der Maus. Quatsch, Maus sage ich schon. Mit dem Cursor. Kann ich mich direkt umdrehen? Ne, kann ich nicht. Eigentlich wollte ich jetzt den Mond fotografieren, aber ich drehe mich hier irgendwie gerade. Oh. Oh nee. Es wird duster! Oder doch nicht. Kann ich den Mond jetzt wieder sehen? Nein. Wenn ich mich so einmal drehe. Bitte sehen Sie es nach vorne. Ein Großkoto. Aber keine Sorge, wir werden ihn einfach überfahren. Bitte halten Sie sich bloß fest. Ein Großkoto. Ja. Einfach mal überfahren. Warum auch nicht? So, sehen wir jetzt den Mond irgendwie? Irgendwo. Mond, da hinten. Hinter dem, was auch immer, versteckt. Das sieht schon etwas creepy aus. Na, ich will. Willkommen, dicke Palas. Das Wasser ist vergiftet. Pass auf, wohin du trittst. Möchtest du an Bord? Bist du. Ja, ich möchte von Bord gehen. Ich wollte einen Schnappschuss machen. Du seien sehr mächtig. Ich dich beobachtet im Wald. Sumpf sei voller giftigem Wasser seit einiger Zeit. Dämmerwald-Tempel, mitten im Sumpf verdichte ich, aber wir nicht finden den Eingang. Tempel nur für Deko, Bruder gehen zu Deko Kinch, um im Tempel gelassen zu werden. Aber Deko nicht verstehen und Bruder im Palast gefangen halten. Jetzt Bruder und Sumpf beiden in Gefahr. Hilfe! Ja, dann wollen wir mal schauen, welcher Bruder er meint. Dun 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 dun. Deko Palast. Mal schauen. Hops. Hops. Dies ist der königliche Palast des Dekos Reiches. Fremde haben hier keinen Zutritt. Was sagst du? Dies ist der königliche. Okay. Genau dieselbe Leier. Dann wollen wir mal hier einen Zaubertrick anwenden. Marge, Marge, Mimimi. Hallo. Dies ist der Regen. Was? Regentenpalast des Dekos Reiches. Zutritt nur für Personen mit offiziellen Anträgen. Für die öffentliche Schmähung des dummen Affen, der unseren König verärgert hat, sei dir aber der Zutritt gewährt. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal, betritt aber auf keinen Fall andere Bereiche. Und was ist, wenn ich doch andere Bereiche betreten will? Zum inneren Palastgarten. Ich glaube... Ah, genau, ich weiß es wieder. Ich muss hier ganz vorsichtig sein. Hui... Und kann ich hier hinten durch? Ja, kann ich. Jetzt muss ich warten, bis der weg ist. Ja, und schon ist er weg. So. Okay, hier hinten ist nichts mehr. Dann kann ich hier durch. Oh, vorsichtig. Hui. Einfacher geht's jetzt ja gerade nicht. Na, geh weg. Das sind ganz viele blaue Rubine. Und er geht natürlich da rein.
Kommst du da jetzt auch wieder auf den Weg zurück? Nein. So. Oh, das Herz. Ah. Sieh an, sieh an. Damit hätte ich ein Herzteil. Du hast bereits zwei Teile eingesammelt. Finde zwei weitere, um deine Energieleiste zu erweitern. Supi. So, jetzt muss ich nur noch wieder raus. Lol, eigentlich hätte er mich ja sehen müssen. Jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite. Halt, was ist hier? Komm ich hoch? Ne, ich komme hier nicht hoch. So. Nee, du siehst mich. Fuck, er hat mich doch gesehen. Aha, ein Drilling. Ja. Komplett rausgeschmissen worden. Mein Rubin und so habe ich aber alle noch. Wir haben dir doch gesagt, du sollst direkt zum Thronsaal gehen. Normalerweise dürftest du gar nicht eintreten, also befolge unsere Anweisungen. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal, betritt auf keinen Fall andere Bereiche. Und ich mache es trotzdem. Bitte von oben. Ah. Da, 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 da. So, das gab auch noch mal ein paar Münzen. Rubine, wie auch immer. Ah, okay. Der läuft wahrscheinlich dann gleich so wieder zurück. Was? Okay, da habe ich mich erwischen lassen. Ja, ja, jetzt meckern sie mich wahrscheinlich gleich wieder voll hier. Ja, ist ja gut. Bin ja schon vorsichtig genug jetzt. So, wollen wir mal. Sind die Rubine wieder da? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Alle ab. Das war. Wobei, warte mal, ist hier noch was? Nö. Das war ja doch etwas leichter als ich dachte. Hab mich halt einfach nur dumm angestellt. So, hier sind noch ein paar Rubine. Oh, da ist ein Loch. Komme ich hier einfach so vorbei? Wie komme ich denn da hin? Was willst du immer? Teuer. Das ist ja ein verrückter Laubkerl. Obwohl er eher schwach ist, scheint das sein Angriffslust keinen Abbruch zu tun. Aha. Geh mal weg. Der sieht mich gleich. Mama, das war aber knapp jetzt. Das war aber mehr als knapp. Komme ich hier hoch? Ne, da komme ich nicht hoch. Ist ja kacke. So, dann gehen wir mal hier runter. Schauen wir mal, was da ist, ne? Aha. Hallo. Nun, Mampf, du bist mein erster Kunde seit sehr langer Zeit. Brauchst du ein paar Wundererbsen? Sobald sie vom Wasser benetzt werden, wachsen große Blätter aus ihnen heraus. Ich gebe dir ein Musterexemplar. Versuche, es in weiche Erde zu pflanzen. Du kannst jederzeit mehr kaufen. Du hast Wundererbsen erhalten. Finde eine Flecken weicher Erde und drücke XY bla bla bla, um die Erbsen zu pflanzen. Damit sie wachsen können, brauchen sie Wasser. Wer weiß, was die Erde hervorbringen wird. Von der Quelle da kommst du zum äußeren Palastgarten. Dort gibt es eine Stelle mit weicher Erde. Du kannst die Erbsen jederzeit verpflanzen, aber wenn du sie nicht mit Wasser benetzt, wachsen ihre Blätter nicht. Ja. So, und ich werde einfach mal kurz mein Glas hier füllen. Du hast die Flasche mit frischem Quellwasser gefüllt, damit ich halt Wasser auch habe, um es zu benetzen. So. Und hier muss ich raus. Und ich glaube, jetzt lande ich wieder vor dem Palast. Genau. Bam. Weg mit dir. Achso, hier ist das Loch, ja. Ich Idiota. Idiota. So, gleich mal wieder raus. So, ach, dies kann ich auch leider mal kaputt machen. Die Stacheln da dran, wenn er sich dreht. Hier, die meint er wahrscheinlich. Ein Fleck in weicher Erde. Ich könnte jetzt eigentlich die Erbsen-Dinger hier machen. So, na. Und Anlauf. So. Wir müssen Anlauf nehmen. Dann kommt man nämlich auch weiter. Nein, 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 nein.
Oh, jetzt muss ich alles von vorne machen. Was? So. Gleich bin ich da. Gleich bin ich da. Ja. Und nochmal. Ja. Hallo. Wir haben dir doch gesagt, du sollst direkt zum Thronsaal gehen. Ja. Woher wollte ich wissen, dass ich in andere Bereiche war? Ich bin ja doch nicht erwischt worden und so. Ja, das müsste der Thronsaal sein. Affenjunge. Thronsaal des Deko-Königs. Ja. Das ist interessant, dass hier mitten im Raum einfach mal so ein Feuer ist. Gehen wir mal zum König. Dein Gesicht habe ich hier noch nie gesehen. Bist du ein Besucher? An und für sich sind Fremde in meinem Thronsaal nicht willkommen, aber heute mache ich eine Ausnahme. Der dumme Affe, der die Deko-Prinzessin entführt hat, wird heute bestraft. Das ist ein Angriff auf die königliche Familie. Ich werde ihm schon zeigen, was dies zur Folge hat. Dieser dumme Affe sitzt dort in dem Käfig. Sehen dir gut an. Ja. Da sitzt er. Und zu dem muss ich hin. Jetzt, da unsere geliebte Prinzessin vermisst wird, ist der König stets sehr aufgebracht. Ich fürchte, die Prinzessin befindet sich in Schwierigkeiten, so wie es der Affe behauptet. Aber in seiner derzeitigen Verfassung ist der König nicht in der Lage, Truppen nachher auszusenden. Was sollen wir nur tun? Ja, das wird natürlich mein Job sein. Mein Job. Die behaupten, ich hätte sie entführt, aber egal wie oft sie es noch sagen, das bringt die Prinzessin auch nicht zurück. Wenn sie nichts unternehmen, fällt die Prinzessin einem Monster zum Opfer. Bitte, du musst mir glauben. Ich glaube dir. Ich glaube dir, mein Äffchen. Ich glaube dir. So, gehen wir mal raus. Ich glaube, ich hätte nicht mal mit denen sprechen müssen. Oder doch? Sei mein Bruder gesund, du gesehen Eingang zu Käfig, wir kennen geheimen Weg. Bin der Weg von Eingang zum äußeren Garten aus. Aber Eingang hoch oben, niemand kommt hinauf. Brauchen Erbsen von Erbsenverkäufer, wohnen unter Palastgarten. Du verstehst, was ich sage? Ja, natürlich. Oh, du klug sein. Pflanzen Erbsen in weiche Erde im äußeren Garten. Rest du selbst herausfinden. Schnell, du helfen Bruder. Natürlich. So. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg dahin. So. Immer schön, ein nach dem anderen. Ja, gut. Ja, so knapp war das jetzt auch nicht. Und zack. So. Dann wollen wir mal. Muss ich die Erbse jetzt hier auch irgendwo draufpacken? Nee, muss ich nicht. Ups. Na, da ist so zurück. So, ansehen. Ja, ansehen. Ah, das muss ich wahrscheinlich als Link machen. So, ansehen. Immer noch nicht. Okay, dann war meine Vermutung. Hä, okay, aber jetzt kann ich es auf einmal drauflegen. Als Deko kann ich das nicht machen, oder was? Nochmal kurz zurückverwandeln. Nee, als Deko kann ich das nicht machen. Okay, dann kann ich doch das noch als Link machen. So. Wollen wir mal die Erbsen hier machen. Was hier da? Und einmal gießen. Flop, flop, flop. Tada! Mann, bin ich gut. Oh. Okay, jetzt wieder als Deko. So. Na, wirst du wohl. Und zack. Ah, okay. Zack. Nein. Fuck. Heißt das jetzt, ich muss nochmal komplett zurück, oder was? Hier, erwisch mich mal.
Boah, ich muss dann komplett jetzt nochmal zurück und... Ah, okay. Wenigstens schmeißen sie mich jetzt hier raus. Boah, das wäre jetzt echt bitter gewesen, wenn ich jetzt komplett nochmal rüberhüpfen müsste und so. Ist er denn wieder da, da hinten? Ja, ist er. Oh, dann wollen wir mal gucken. Du aller Schlawiner. Nein! Come on! Kann doch nicht sein. Hier, Dude, erwisch mich mal. Oh. Muss ich ihn vorher abschießen oder? Bin mir nicht sicher. Ich schieße ihn einfach vorher ab. So. Na, bist du wohl. So. Zack. Na, schieße ich ihn halt vorher ab. Oh, jetzt komme ich wenigstens hier rüber. Oh, gut. Jetzt muss ich darüber. Bam. Aber auch er weg. So. Einmal hier rüber. Du-du-dum. Das heißt so viel, ich habe es geschafft. Hoffe ich. Hoffe ich. So, dann einmal hier durch. Dann bin ich jetzt auf der anderen Seite. Ich muss jetzt hier... geh weg. Den ganzen Mist nochmal machen. Oh, hab trotzdem getroffen, okay. So, dann... Einmal so. Und... Der bringt mich dann wahrscheinlich darüber. Oder auch nicht. Na. Doch, danke. So. Na, getroffen. Ich bin so gut. Das war knapp. Wäre ich fast runtergefallen. Oh. Ich muss wahrscheinlich jetzt darüber. Und dann da hoch, wahrscheinlich. Komme ich da so hoch? Ne? Ah, okay. Ich hätte noch ein bisschen warten können, aber gut, ich bin auch so angekommen. Mann. So Äffchen. Die behaupten, ich hätte sie entführt, aber egal wie, das kennen wir schon, wenn sie nicht, warum wollen sie mich nie, warum ja, warum wollen sie mich nicht glauben? Warum wollen sie mir nicht glauben? Na gut, dann sage ich halt gar nichts mehr. Bestrafe mich oder tu, was immer ihr tun wollt. Ich glaube, jetzt muss ich mich wieder zurückverwandeln. Oh, du, wie kommst du hierher? Psst, wenn sie dich sehen, nehmen sie dich gefangen. Was? Mein Bruder hat dich um Hilfe gebeten? Das ist mir äußerst peinlich. Versuche das Seil zu zerschneiden. Wir sprechen später weiter. Wie soll ich das machen? Oh, und... Na, nochmal rauf. Das hat keinen Sinn. Warte, hast du denn nichts dabei, womit man jede Menge Leier machen kann? Ein lautes Instrument wäre jetzt von großem Nutzen. Wenn du eines hast, dann zeig es mir. Da, hab ich. Dann muss ich mich wahrscheinlich wieder zurückverwandeln, weil er sagt ja großes Instrument. Ja, ich weiß, dass ich mich zurückverwandeln muss. Also normalerweise hätte ich jetzt keine Ahnung, was ich machen muss. Ich bin auch nur durch Zufall drauf gekommen. Oh, genau diesen Instrument hatte auch die Prinzessin. Dekopfeifen. Damit wird es funktionieren. Nebenbei, wer bist du? Huch, das ist jetzt nicht wichtig. Hör mir gut zu. Wir haben versucht, etwas über das Gift im Sumpf in Erfahrung zu bringen. Also gingen wir zum Dämmerwaldtempel über dem Wasserfall. Aber ein Monster hat sich dort eingenistet und die Prinzessin wurde von ihm gefangen. Der Deku-König glaubt, ich sei der Übeltäter. Daher schenkt er meinen Glauben, kein, meine Worte in keinen Glauben so. Aber die Prinzessin steckt in Schwierigkeiten. Ich muss rasch zum Tempel, um sie zu retten. Verstehst du mein Anliegen? Natürlich. Heißt das, du würdest anstatt mir... Was? Du würdest anstatt mir gehen, um die Prinzessin zu retten? Natürlich. Sehr gut. Lass mich dir die Melodie beibringen, die den Tempel öffnen wird.
Die Prinzessin hat sie mir beigebracht, ich singe sie dir leise vor. Hör gut zu. Okay. Na, so habe ich's. Du hast die Sonate des Erwachens erlernt, oder was auch immer. Und die alle tanzen dazu. Ist das nicht schön? Du hast die Sonate des Erwachens erlernt. Diese Melodie erweckt jene, die in tiefen Schlaf fielen. Habt ihr das gehört? Diese Melodie. Nur die königliche Familie kennt sie. Das beweist, dass der Affe die Prinzessin getäuscht hat, um in den Tempel zu gelangen. Oh lol. Beginnt mit der Bestrafung des Affen. Nimm den Weg, welchen das Deko-Volk benutzt, um zum Dämmerwald-Tempel zu gelangen. Aber du musst dich beeilen, ansonsten wird mich der König bestrafen. Ja. Und der Weg ist wie? Ich habe keine Ahnung. Aber das soll auch in dieser Folge nicht unser Problem sein, weil die Folge ist zu Ende. Und deswegen, Leute, verabschiede ich mich mit einem großen Knall. Nein, mache ich natürlich nicht. Aber ich verabschiede mich. Ich speichere jetzt hier nochmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.